Wenn ich hier nicht alle vier Reiten in der Luft hatte, ist ein Angsthase. Scheiße. Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier in Sierra Nueva. Und wir stehen zu sechs da, wir stehen schon perfekt nebeneinander. Wir stehen mit komplett unterschiedlichen Autos da, heißt es ist kein CVR, es ist keine komische Lost In Edition. Gut, könnte es eigentlich auch sein. Aber da haben wir meistens dasselbe Auto. Wie auch immer, wir spielen heute Hill Climb. Die Autos schauen schon in die richtige Richtung, Richtung Steinbruch, denn da sehen wir oben auch, geht's Richtung bergauf. Also da haben wir eine schöne Anhöhe zum Erklimmen. Aber wer ist denn mit dabei? Spatboy Mezzo. Aaron, jetzt muss ich spicken. Snow. Und Kuro. Jetzt habe ich hoffentlich alle erwähnt. Was geht ab? Hallo. Hey, hi. Servus. Hallo. Genau, ganz hinten haben wir schon die Großen zusammengestellt. Die fahren als letztes gegeneinander. Zuerst fahren aber eben René und ich gegeneinander, weil wir beide uns die Strecke einfach ausgesucht haben. Entsprechend ist das einfach die erste Paarung, wenn die anderen auch nochmal so ein bisschen zuschauen dürfen. Von dem her, Mezzo, stell dich doch an deinen Drohnen-Spot. Und dann können wir gleich anfangen. Das machen wir dann am besten, dass es für euch nicht zu langweilig wird, nach einem kurzen Cut. Und da sind wir schon mit der ersten Renn-Action. Als erstes nur 24 Stunden Racer gegen Spatboy. Und es geht los in 3, 2, 1, go! Direkt die Launch Control nutzen. Und dann geht's los. Ich habe einen neuen Elfenmotor eingebaut, also einen modernen. Ui. Ich habe keinen Motorswap, damit wäre ich über einen LI gekommen. Ja, dafür hast du wahrscheinlich deutlich mehr Kurvenlage gerade mit der hässlichen Quad-Zero, die ja leider erlaubt ist. Weil ich mir gedacht habe, die Leute werden auf sich einfach Spaß am Rennen fahren haben und nicht hier zum Gewinnen komischer Quad-Zeros draufkommen. Aber falsch gedacht. Man kann die Leute noch nicht mal gewinnen, René, was ist? Ich warte noch auf einen Angriff von dir. Die Kurve, da musst du doch schneller sein. Wenn ich schon gegen dich fahren muss, weißt du? Ja, dann muss man alles auspacken, was möglich ist. Ja. Ja, genau, Sierra Nueva. Das war einfach so, das ist uns dann sauer gesprungen in der Rallye. Ah! Scheiße, geht's ja links hoch! Ah! Dachte, ihr habt euch die Strecke ausgesucht. Ja. Ja. Und wichtig, da innen drinnen ist ein Busch, den ihr gesehen habt. Der ist nämlich die Streckenbegrenzung. Da fahren wir nicht drüber. Genauso wie hier vorne haben wir die orangenen Pillar innen. Hier geht's scharf links. Ihr seht ja an der Gruppenroute, da ist der Zielpunkt. Böller mitnehmen heißt Disqualifikation. Oder mindestens, naja, sagen wir eine 10 Sekunden Strafe, oder? Nee, jetzt musst du mir helfen. Ich würd jetzt mal sagen. Einfach nicht mitnehmen. Einfach nicht mitnehmen, genau. Gut, bei dem Unimog und. Ah, ich habe eine ungefähr. Lightning wird so. Das ist nur in der Spitzkehre wichtig. Okay. Ach, ist René doch noch so interessant? Ich habe das gelbe X berührt, das heißt. Ja, genau. Der Porsche hat es geschafft, übers Ziel zu kommen. Warten wir jetzt noch ganz kurz, bis René da ist. Und sobald der da ist, machen wir direkt einen Cut und sehen uns dann für die nächste Runde. Zuerst sind also zwei europäische Sportwagen gegeneinander angefahren. Für Duell 2 haben wir auch zwei alte sportliche Wagen genommen. Einen Europäer wieder, aber diesmal auch einen Amerikaner. Snow und Mezzo sind jetzt die Kontrahenten. Die Fetten kommen am Schluss. Denn die Fetten kommen immer als letztes oder so ähnlich. Wie auch immer, ganz anderes Thema. Wir starten die Runde. Wenn die beiden Kontrahenten bereit sind? Ja. In 3, 2, 1, go! Einmal ein Start. Man sollte meinen, mit dem Mittelmotor hat der Miura irgendwo auch das Gewicht hinten, damit mehr Traktion am Start, aber die Corvette ist besser weggekommen. Könnte das an den weiteren Reifen liegen? Schaut relativ ähnlich aus. Aber entsprechend muss es auch durch die Kurve gehalten werden und hier geht's Rad an Rad, wirklich ein cooler Fight. Ja, ich würde sagen, der hat keinen Vorteil bekommen außen. Weiter geht's, keine Untersuchung notwendig. Hier werden Blitzer umgefahren, aber ein guter Start für die Corvette. Wer sitzt eigentlich in der Corvette und wer sitzt im Miuras? Nicht so in der Corvette. Ah, Gott, okay. Ja. Ja, zu spitz angefahren, zu viel Geschwindigkeit nur reingenommen. Da ist der Miura direkt wieder hinten dran. Und dann geht's hier links einmal um die Kurve rum. Es ist noch super nah beisammen alles und jetzt fahren sie hier nebeneinander. Cooles Duell, Leute. Cooles Duell. Weiter geht's. Achtung, jetzt geht's gleich in die Linkskurve.
raus, jetzt dort links fahren und Metzer, ey, weicht nochmal aus, dass er den Busch gerade nicht mitnimmt. Glück gehabt. Aber der Miro hat erstmal die Führung übernommen. Trotzdem gibt es nochmal ein paar diese Stellen. Berg. Wir haben ja. Jetzt den, lassen wir auch den Schotterpart schon hinter uns. Hart anbremsen, scharfe Linkskurve. Die Kurve hat ein bisschen schlechter an der Bremse. Miura kriegt er wieder so einen ganz, ganz kleinen leichten Vorteil, weil er wirklich gut angebremst hat. Und währenddessen geht es jetzt auf dem Asphalt. Denn gemischter Untergrund heißt immer, mal kann der eine einen Vorteil haben, mal der andere. Wir haben die, die Offroad- und die Geländereifen verboten. Einfach weil da ist zu gut für den LI, den sie drücken. Gerade wenn wir auch auf dem Dirt fahren. Entsprechend alle mit ähnlichen Bedingungen. Und diese ähnlichen Bedingungen. Mit diesen ähnlichen Bedingungen gewinnt erstmal der Miura. Die Corvette ist als Zweiter. Aber ein Finalist fehlt noch. Und welchen LI wir fahren, das erfahren wir in der letzten Runde von den großen Jungs. Und ein letzter Finalist, habe ich gesagt, fehlt noch. Der letzte Finalist entscheidet sich zwischen einem großen, habe ich gesagt, einem Ford und einem Mercedes. Seid ihr beiden bereit? Ja. Natürlich. Natürlich geht's dann auch los in 3, 2, 1, go! Ein super schneller Start. Reaktionszeit. Oder Leistung. Na, Leistung glaube ich nicht, aber Leistungsgewicht vielleicht gewinnt der Ford erstmal. Der Super Duty. Auch die Autos springen hier umher. Es gibt morgen mehr. Die Sprünge sind geil. Ich glaube, wenn so ein Unimog auf dich zugesprungen bekommt, dann kriegst du eigentlich richtig Angst, oder? Ja, und Unimog, wie viel Leistung hast du denn da drinnen? 2.500 PS. Ja, den Motor aus dem Iron Knight. Ganz normal. Kuro, kannst du da mitgehen? Nee, ich hätte... Alter! Seifbaum! Ich habe etwas mehr als 700 PS aus einem geswappten LS3-Motor. Okay, das ist ja langweilig. Entsprechend, Aaron, darfst du mal erzählen, welche Leistungsklasse fahren wir, dass du so viel Leistung reinbauen kannst? A769. Nice. Ich konnte meinen LI allerdings nicht voll ausschöpfen. Oh no. So viel Leistung und immer noch nicht voll ausgeschöpft, LI. Kuro, was hast du gemacht? Warum hast du so wenig Leistung? Nein. Jetzt gehen die beiden Fahrzeuge Richtung Ende vom Dirt. Da wird es natürlich gerade bei den großen Fahrzeugen spannend. Wenn es jetzt hier heißt, abbiegen, super enge Kurve, nichts kaputt machen. Ui, Kuro schafft's, Aaron schafft's auch soweit. Und beide haben es gut gemacht. Hey, Leute, funktioniert. Was ist denn los? Wenn man es im Unimog und so schafft, müsste es jeder schaffen. Nebeneinander geht es wahrscheinlich schwer, aber da der Ford Super Duty so ein bisschen vorne wegfährt, hat das Ganze gut funktioniert. Dann geht es ein letztes Mal an der Baustelle vorbei und hier vorne links. Und da sind die X. Das. Als der Ford hat die zuerst berührt. Der Unimog erst als zweites. Entsprechend haben wir unsere Finalisten. Haben wir unsere Verlierer. Und diese Verlierer, haben wir gesagt, fahren erstmal den Kampf um die hinteren Plätze aus. Bis gleich. Ich gehe nicht alle vier reiten in Luft, da ist ein Angsthase. Scheiße. Okay, nee, nicht immer, man muss nicht springen, habe ich gerade beschlossen. Zwei kleine Autos und ein großes. Reicht es für den Unimog mit seinen 2000 PS zu fahren oder sein gutes Leistungsgewicht doch entscheidend? Wir werden es jetzt herausfinden im Kampf um Platz 4, 5 und 6. Und großer Trommelwirbel. Wir haben die Route ein klein wenig abgeändert, damit wir fürs Finale einfach noch so ein bisschen mehr Spannung haben. Und vielleicht werden wir tolle Flugeinlagen finden, aber das werden wir gleich herausfinden, wenn die Kontrahenten unterwegs sind. Seid ihr denn alle auch bereit? Ja, ja. Mach los. Okay, ich soll losmachen, weil es jetzt nass wird, der Untergrund immer noch schlimmer wird und keine Dirtreifen hat. Und nicht mehr, geht's los. 3, 2, 1. Ein? Was? Wir müssen schon aufs Go warten, ey, Leute. Ja. Ja, wenn du das so in die Länge ziehst, so. Atme mal zurück. Ich bin schon auf. Aber mach nicht so lange, das ist ja. Das war echt schlimm. Ja. Okay, 3, 2, 1, go. Go geht's los. Was? Nee, jetzt go. War von. Es standen alle da, also ich weiß nicht, was das Problem ist. Ja, Erst macht er hier... Ich sollte schneller machen.
Und sind alle erst da. Hier kein Reifen kaputt machen. Und dann hinterher. Alle gut durchgekommen. Genau, hier ist nämlich der neue Part. Der ist auch in der Karte eingezeichnet, wenn wir hier unten links hinschauen, für die, die waren, oder bei mir auch in der Drohne jetzt zu sehen, in dem ich rausgegangen bin. Aber vorne gibt es einen richtig coolen Kampf zwischen Spatboy und Mezzo. Die zwei Kleinen fahren vorne weg, Aaron. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich hab im Startduell wegen jemanden verpennt. Uiuiui. Hier ist natürlich super eklig, so wie es bergab geht. René, an den Reifen nochmal vorbei. Und auch Aaron, nö, so zählt's nicht. René hat's richtig gemacht, aber das ist natürlich super gut gelaufen bei Mezzo. Das Einzige, das Ganze vorsichtig genug angegangen ist. Entsprechend schöner Vorsprung für dich. Ich glaube, wenn du jetzt nichts Blödes mehr anstellst, ist dir der vierte Platz, Gesamtplatz sicher. Genau, wenn ich nichts mehr Blödes anstelle, kann immer noch passieren. Warten wir auf die anderen, aber auch da schaut es gerade ganz gut aus, dass Spatboy einen ordentlichen Vorsprung vor Aaron hat. Und der holt sogar auf Mezzo. Also, Mezzo, musst du dich nochmal anstrengen? Da kommt was näher, was Gelbes, Quietschiges. Ah, die kleine Quietscherente. Mhm. SpongeBob! Ja, mit Krabby F Patty steht für Power. Freunde. Das ist nicht so SpongeBob. Und U steht für Unimog. Tut, tut. So, wo war diese Auffahrt da nochmal? Jetzt gleich, Mezzo, jetzt gleich. Jetzt. Ah, jetzt halt hier. Mhm, und René. Muss gesehen haben, wo Mezzo abgebogen ist. Da wäre er einfach hinterher. Aaron kriegt sogar nochmal einen eigenen Call, wo es hier abgeht. Kommt gleich, Aaron, kommt gleich. Nicht in den Busch mitnehmen, aber nee, passt. Sehr schön geschnitten, die Kurve. Also, am Limit hier gefahren. Hier vorne habt ihr einen Videobeweis für euch. Ja, ob ihr im Video dann, ob ihr eine Strafe bekommt oder nicht. Aber dann geht's jetzt hier auf den Asphalt. Die Corvette schön vorne weg. Dann der Lotus. Und hier Aaron. Es war nicht abgeräumt. Bei mir hat es klick gemacht und weg war es. Aber ich würde sagen, du hast einfach keinen Vorteil daraus erhalten, weil dafür hättest du mehr nach außen geschnitten. Von dem her würde ich sagen, braucht einfach keine weitere Untersuchung. Ich glaube, das hat sich eh ganz gut entschieden. Glückwunsch, Mezzo, zum vierten Platz. Das war kurz danach. Kommt er über die Linie. Und zu guter Letzt kommt Aaron über die Linie. Aber dieses Rennen hat uns ja überhaupt nicht interessiert. Denn das wirklich Spannende, das Finale kommt jetzt. Ich hab Angst, da kommt ein Drift in der Unimod. Und wer dies Finale gewinnen wird, das sehen wir jetzt. Und ja, vielleicht fliegt da ja auch wer. Und ich würde sagen, wir spannen euch gar nicht weiter auf die Folter. Und beginnen einfach mit 3. Und erzählen zwischendurch nochmal ein bisschen was 2. Und vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. 1. Und dann könnte es auch gleich Kopfo! Launch Control und Gewicht hinten funktioniert auf dem Dirt einfach. Ganz richtiges Konzept erstmal gewählt. Ui, erstmal das springt immer. Und da dreht sich der Porsche leider raus. Ja, jetzt hat das Gewicht hinten keinen Vorteil mehr gegeben. Ich glaube, hier ein bisschen weit gesprungen. Ich glaube, hier Dirt kann der Super Duty durchaus seine Vorteile haben mit seinem Gewicht. Jetzt wird es ja aber gleich spannend. Der muss sich halt einfach nur breit machen. Lauf damit! Soll mir nicht so rum, du bist viel dicker. Ah! Ey, das war ein Reifen! Ah, das war der Reifen. Ja. Leider schon. Bei Lorenz, der ist ja doch. Der hat den Reifen mitgenommen. Ja, bei mir war kein Reifen da. Wir haben ein Video bei uns, wo der Reifen nicht mehr da schon worden ist. Ja, ja. Wir haben nur hier keinen Reifen berührt, da hieß es im Regeln. Also eigentlich müsste er im Jura eine kleine Zeitstrafe kriegen. Ich bin bei 5 Sekunden. Jetzt schauen wir mal, wie das Rennen überhaupt das ausgeht. Aber der Porsche holt echt nochmal gut auf. Ja, jetzt auch voll konzentriert am Fahren. Lorenz am Steuer. Lorenz, was hast du eigentlich gegessen heute? Reis und Hühnchen. Und wann? Sportlerfutter, vor ungefähr 3 Sekunden in der letzten Bissen. Und hast du es selber gekocht oder? Aufgewärmt von gestern. Ah. Wer hat es gestern gekocht, genau? Meine Familie. Familienessen, ganz normal halt.
Okay, also es klappt nicht, Lorenz hier abzulenken. Oh, einfach zu gut, dieser Fahrer. Ja, wollen wir dann mal versuchen, Kuro abzulenken? Nee, hör auf, Kevin. Könnten wir machen. Kuro, was hast du heute gegessen? Pizza. Wer hat gekocht? Wer von wo wurdest du bestellt? Ich habe die bestellt. Dr. Edgar. Nee, ich hab die nur offen geschmissen wie eine Frisbee. Und was war drauf? Nix. Wie nix? Das geht auch nicht, auf Pizza muss was drauf. Ja. Aber auf einer Margarita ist da auch was drauf. Ja. Mozzarella, Basilikum. Was für Käse war drauf? Die Kuro. Ich glaub, das Ablenken hat einfach nicht funktioniert. Schön, dass ihr es versucht habt. Danke, Leute. Aber wir haben den ersten Sieger auf hier, Sierra Nueva. Den ersten Sieger im Hillclimb. Kuro, herzlichen Glückwunsch. Starker Fahrer, starkes Auto. Natürlich kann es dann funktionieren. Mal schauen, ob es eine Revanche gibt. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob es euch gefallen hat, ob ihr vielleicht eine andere Strecke wisst, weil das war so das Erste, was uns hier aufgefallen ist, aber wenn man sich umschaut, genug Berge gibt es, ja, wenn ihr eine Strecke kennt, gerne vorschlagen, und dann werden wir das auch mal umsetzen, aber sonst wünsche ich ein schönes Restwochenende und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss. Servus. Tschüss. Tschüss.